بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ببقيمة النام الله des Gnaden von des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir beginnen heute inshallah mit dem 14. Unterricht über Usul al-Fiqh und wir sind beim 20. Kapitel angelangt. Und zwar haben wir mit dem letzten Unterricht die sogenannten Hujjaj beendet. Und so wissen wir, was Hujja ist und was keine Hujja ist. Und bevor wir über die Reihenfolge der Beweise und so weiter sprechen, sprechen wir über das Thema Naskh, über das Thema der Aufhebung. Denn vielleicht ist eine Hujja zwar eine Hujja, aber eine konkrete Hujja ist vielleicht deswegen keine mehr, weil sie aufgehoben worden ist. Es könnte ja eine Ayah vom Koran sein, die keine Gültigkeit mehr hat. Insofern betrachten wir heute das Thema Naskh. Erst einmal sprachlich gesehen, Nasakha hat verschiedene Bedeutungen im Arabischen, unter anderem, das Verb Nasakha bedeutet unter anderem entfernen. Und insofern ist Naskh das Substantiv, die Entfernung. Gesetzlich gesehen verstehen wir darunter die Aufhebung eines religiösen Gesetzes oder dessen Wortlaut durch einen Beweis aus Koran oder Sunna. Noch einmal, die Aufhebung eines religiösen Gesetzes oder dessen Wortlaut. Und das Oder hier ist ein nicht ausschließendes Oder. Also es kann auch und bedeuten. Ja? Die Aufhebung eines religiösen Gesetzes oder dessen Wortlaut durch einen Beweis aus Koran oder Sunna. Was verstehen wir darunter? Darunter verstehen wir, also ein religiöser Text, das kann sich jetzt, ein religiöses Gesetz kann sich jetzt nur noch beziehen auf eine Ayah des Koran al-Karim, die ein bestimmtes Gesetz beinhaltet oder ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, etwas, was religiös gesetzlich schon bewiesen worden ist. Und das wird dann aufgehoben. Oder der Wortlaut davon. Der Wortlaut davon heißt, das bezieht sich dann auf den Koran al-Karim ausschließlich, dass wir sozusagen diesen Wortlaut noch als religiösen Text lesen, als Worte Allahs lesen, allerdings uns nicht mehr am Inhalt dieser Texte, dieses Textes orientieren. Durch einen Beweis aus Koran oder Sunna, das kann sich, der Beweis kann nur von da erfolgen, weil der Gesetzgeber, der uns etwas gesetzlich gemacht hat oder uns einen bestimmten Wortlaut offenbart hat, ist der Einzige, der das Recht hat und dazu imstande ist, dieses wieder aufzuheben. Das heißt also, ein religiöser Text kann nicht auf andere Art und Weise aufgelöst oder aufgehoben werden, außer durch den Koran oder die authentische Sunna. Das wollen wir uns gleich in Shalatara im Einzelnen anschauen. Als Naskh wird zum Beispiel eine Handlung bezeichnet, die von Wajib zu Mubah wird oder von Mubah zu Haram. Jedoch nicht eine Handlung, die ursprünglich Wajib ist, aber aus bestimmten Gründen nicht zutrifft. Also, wir haben jetzt hier die Aufhebung eines religiösen Textes oder dessen Wortlaut. Und diese Aufhebung eines religiösen Textes ist zum Beispiel, wir haben also eine Handlung und diese Handlung ist zum Beispiel Wajib. Wenn jetzt dieser Hukum Shari Wajib aufgehoben wird und in Mubah umgewandelt wird, dann haben wir eine Form von Nasr. Oder umgekehrt natürlich auch. Aber wenn wir eine bestimmte Handlung haben, die Wajib ist, aber aus bestimmten Gründen nicht auf dich zutrifft, wie zum Beispiel die eine Person ist schwer krank und kann nicht stehen und deswegen steht sie nicht im Gebet, im Fardgebet, sondern setzt sich hin. Das würden wir nicht als Naskh bezeichnen, nur weil es unter bestimmten Umständen dieser Hukum Wajib bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt hat. Denn Voraussetzung dafür, dass es für dich Wajib ist,
ist ja, dass du auch dazu fähig bist, diese Pflicht umzusetzen. Das meinen wir, also nicht, um das nur auszuschließen. Es heißt, die Aufhebung eines religiösen Textes oder dessen Wortlaut. Unter dem Wortlaut versteht man, dass ein Gesetz zwar bestehen bleiben kann, der Wortlaut, aus dem es resultiert, jedoch nicht. Okay? Das heißt also, wenn wir einen Gesetzestext haben, wie eine Ayah aus dem Koran al-Karim, unterscheiden wir zwischen zwei Dingen, einmal dem Wortlaut und einmal dem Inhalt des Wortlautes. Und wie wir sehen werden, kann beides oder nur eines von beidem betroffen sein durch den vom Nesch. Und folglich gibt es dann auch drei verschiedene Versionen des Nesch, wie wir sehen werden, inshallah ta'ala. Wir haben gesagt, der Nesch kann nur stattfinden durch den Koran oder durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, es kann keinen Nesch geben aus dem Ijma' heraus oder aus dem Qiyas heraus. Das ist nicht logisch, weil wenn die Gelehrten sich einigen auf Nesch, das kann nicht funktionieren, denn Allah hat ja etwas offenbart. Und wie sollen jetzt die Leute sich alle darauf einigen, nicht danach zu handeln? Das ist ein Widerspruch an sich, denn die Ayah ist dafür, dass wir danach handeln. Und die Umma wird sich niemals einigen auf einem Irrtum. Denn es wäre ja fatal, wenn es einigen würden alle, dass wir nicht nach einer bestimmten Ayah handeln können oder dürfen. Der Qiyas genauso. Qiyas kann keine Hujja sein in Bezug auf den Nasch, da ja die Quelle der Offenbarung, denn die Quelle vom Nasch ist ja die Offenbarung selbst und nicht, was wir aus der Offenbarung ableiten. Das kann nicht sein. Tayyib. Das Thema des Nasch ist ein Thema, das meistens von Nicht-Muslimen und Orientalisten und auch manchen Sekten im Islam verwendet wird oder verleugnet wird. Sie akzeptieren den Nesch nicht und sie sagen, als eine der bekanntesten, sage ich mal, Scheinbeweis, sagen sie, wie kann es sein, dass Gott ein Gesetz erlässt und es hinterher ändert. Und diese Aussage impliziert, sie wollen damit sagen, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Meinung ändert, nachdem er sagt, es ist haram, sagt er später, es ist doch halal oder umgekehrt. Und als würden sie sagen, wusste Allah denn nicht, dass diese Sache doch gut für die Menschen ist, nachdem er es ihnen verboten hatte? Oder wusste er nicht, dass es doch schlecht für die Menschen ist, nachdem er es vorher erlaubt hatte? Und wir sagen, diese Vorstellung von Nesch ist natürlich uns fremd. Also wir kennen, der Grund für Nesch liegt nicht darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht wusste, was für uns gut und was für uns schlecht ist. Denn wir glauben fest daran, dass Allah alles weiß. Und den Nesch auf diese Ursache zu beschränken, ist auch etwas eingeschränkt. Also tatsächlich beschränkt, ja, weil es gibt viele Gründe, warum man ein Gesetz ändert. Denn sogar innerhalb unseres Gesetzes wissen wir, dass eine Fatwa veränderbar ist, je nachdem, um welche Person es geht. Das heißt, sie lässt sich verändern von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort. Was an bestimmten Regeln vielleicht für Menschen in kalten Ländern gilt, muss nicht gleichzeitig auch für Menschen in warmen Ländern gelten. Und deswegen, die Anwendung des Gesetzes ändert sich von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit und von Volk zu Volk. Und dementsprechend auch, wenn wir sagen von Zeit zu Zeit, dann wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Gesetze offenbart, die für die jeweiligen Völker und für die jeweiligen Menschen, für die sie bestimmt waren, die besten waren. Insofern ist das Thema von Nesch eine Art Vollkommenheit des Gesetzes und nicht eine Art Mangel des Gesetzes. Denn wenn Allah Azza wa Jalla ein Gesetz offenbart hätte, das starr ist von Adam bis zum letzten Tag, dann wäre es eben nicht applikabel gewesen. Und dann hätte es eben Probleme damit gegeben. Und das wäre ein Mangel. Aber da Allah subhanahu wa ta'ala
zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Gesetze offenbart hat, ist das eine Form der Weisheit und eine Form der Vollkommenheit. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt von Naskh ist auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen bestraft. Allah azza wa jall hat manchmal Dinge den Menschen verboten, um es ihnen als Strafe zu verbieten. Okay? Und dann hat er manchen Dinge, und das ist ja eine Form von Naskh. Es war erlaubt und hat es ihnen dann verboten. Umgekehrt genauso, es gab Dinge, die waren verboten und wurden irgendwann mal von Allah azza wa jall erlaubt, als eine Art Erleichterung für die Menschen und eine Barmherzigkeit, die er ihnen mehr gegeben hat, sozusagen. Ja? Insofern gibt es viele Aspekte und viele Gründe, warum es Naskh geben kann, und allein die Ursache darin zu sehen, wie das eben die Nicht-Muslimen machen, dass sie sehen, dass Naskh ein Beweis ist für Unwissenheit, das ist falsch und also entspricht auch nicht der Realität. Also wenn wir 50 Gründe für Naskh haben, warum beschränken wir denn Naskh dann auf diesen einen Grund, der auch noch im Widerspruch steht zu unserer Aqida, zu Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Namen und seinen vollkommenen Eigenschaften. Und subhanallah, wenn wir den Quran Karim lesen, dann finden wir auch genau diese Angelegenheit thematisiert in Bezug auf den Naskh, als würde Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen direkt sagen, dass ihre Behauptung fehl am Platz ist. Und dann kommen wir auch schon zum Thema der Beweisführung, denn wenn wir uns über Naskh unterhalten, dann müssen wir natürlich erst einmal beweisen, dass es den Naskh gibt. Den Naskh gibt es im Islam, den Naskh gibt es in der Scharia von Musa, in der Scharia von Isa, also allen ist es bekannt. Aber seltsamerweise wissen manche nicht, was Naskh eigentlich ist, und deswegen verwerfen sie es, wenn es. Und ihr wisst ja, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen schmeißen. Und deswegen sollte man aufpassen, was man meint. Jede Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala nach und nach offenbart hat, also jetzt reden wir besonders mit den Muslimen, die damit ein Problem haben. Jede Sache, die Allah nach und nach offenbart hat, ist eine Form von Naskh. Denn per Definition wurde ein Gesetz geändert und aufgehoben. Also wenn etwas am Anfang des Islam halal war und später haram wurde, oder ein Gebet nicht Pflicht war und später zur Pflicht wurde, oder Fasten freiwillig war, dann verpflichtend wurde, oder umgekehrt, all das sind Formen des Naskh und Beispiele, meine ich, des Naskh. طيب, lesen wir im Koran Karim. Im Koran Karim sehen wir deutliche Beweise für den Naskh. Also dass es auch keinen Zweifel gibt, dass es im Islam diese Sache gibt und Allah also tatsächlich die Gesetze nach und nach geändert hat, aufgehoben hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, lesen wir direkt in der deutschen Übersetzung, in Surat al-Baqarah, Vers 106, was wir an Ayat aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Diese Ayat müssen wir uns noch einmal verinnerlichen. Allah sagt, Azza wa Jal, was auch immer wir an Ayat aufheben. Und aufheben ist das Wort Nasakha im Arabischen. Im Koran heißt es Nansach, wir heben auf. Okay? Was auch immer wir an Ayat aufheben. Das heißt, die war da und nachher wurde sie aufgehoben. Wie wurde sie aufgehoben? Naja, entweder, wie wir gesagt haben, inhaltlich oder Wortlaut oder beides zusammen. Oder in Vergessenheit geraten lassen. Das ist auch ein Aspekt. Allah Azza wa Jal hat dem Propheten alayhi salatu wassalam Ayat offenbart im Laufe seines Lebens. Und manche davon hat Allah also seinen Propheten vergessen lassen. Sodass der Prophet alayhi salatu wassalam selbst nicht mehr wusste, welche Ayat da zu ihm offenbart war. Warum? Weil das aufgehoben worden ist. Und das Seltsame ist, wir alle lesen das. Und wir alle kennen die Ayah sogar in Surat al-A'la, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Das heißt, wir werden dir vorlesen und so wirst du nicht vergessen, außer das, was Allah will. Ja? Das heißt also, wir alle lesen das, aber müssen nicht auch verstehen, was damit gemeint ist. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ganz klar in dieser Ayah, dass er seinen Propheten a.s. manche Ayat vergessen lassen wird. Und das sind die sogenannten aufgehobenen Ayat. Insofern wissen wir, dass die aufgehobenen Ayat
von zweierlei Art sind. Entweder es sind Ayat, die uns überliefert worden sind, durch die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie wir sehen werden, oder es sind Ayat, die in Vergessenheit geraten sind und die uns nicht überliefert worden sind. Insofern wissen wir auch nicht, was da früher drin stand. Okay? Und das ändert auch nichts an der Tatsache, denn Allah ist derjenige, der das so wollte. Und deswegen, wenn darin ein Nutzen bestünde, dann würde es auch uns, wäre es auch uns überliefert worden. Aber ist es nicht, weil Allah selbst wollte, dass wir diese Ayat nicht kennen und auch nicht überliefern. Tayyib. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er das macht, bringen wir bessere oder gleichwertige dafür. Also hier sehen wir die Hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala lässt nicht in Vergessenheit geraten oder hebt Ayat einfach so auf, sondern er gibt stattdessen bessere Gesetze für uns, bessere Ayat für uns oder gleichwertige. Und dann, damit man auch weiß, dass diese Nasch-Angelegenheit von der Allmacht Allahs Azza wa Jalla abhängt und Allah zu allem die Macht hat und Allah über alles Bescheid weiß und dass dies kein Mangel ist in seinem Wissen oder in seiner Allmacht, sagt er, weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Eine rhetorische Frage. Weißt du denn nicht, denn sein Prophet weiß es, alayhi salatu wassalam. Aber das ist eben, wenn man den gläubigen Menschen in seinem Herzen anspricht und sagt, sag mal, weißt du denn nicht, dass Allah alles kann? Denn in diesem Moment, der Gläubige kann sich gar nicht zurückhalten, außer dass er sagt, selbstverständlich weiß ich das. Und dadurch werden alle Zweifel, die er in seinem Herzen hat, beseitigt. Beispiel, konkretes Beispiel, das ist eine Ayah, die ist glasklar. Schauen wir uns ein Beispiel an aus dem Koran al-Karim. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt. Und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an dürft ihr sie wieder berühren. Ja, hier geht es um die Angelegenheit, wie heißt es, am Anfang des Islam war es so, dass wenn man nach dem Isha-Gebet eingeschlafen ist und fasten wollte im Ramadan, begann das Fasten schon mit dem Einschlafen. Okay? Und deswegen diese Ayah hat diese Angelegenheit aufgehoben. Deswegen sagt Allah, von jetzt an dürft ihr sie wieder berühren. Das heißt, auch bei Nacht, selbst wenn ihr schon eingeschlafen seid. Ja? Das ist der Offenbarungsgrund zu dieser Ayah in Surat Al-Baqarah 187. Insofern ist ganz klar eine Veränderung des Gesetzes, die Allah vorgenommen hat. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala in einer anderen Ayah, Al-Anfal 66, Al-Ana khaffafa Allahu ankum. Jetzt aber hat Allah es euch leicht gemacht. Also, ist eine Form von Nasr. Das ist ein Beispiel aus dem Koran, und da gibt es natürlich noch viele andere. Aber Beispiel als das Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das Besuchen von Gräbern war am Anfang des Islam verboten, damit eben die Aqida der Muslime vor dem Schirk bewahrt wird. Denn ihr wisst, dass viel Götzendienerei und viel Polytheismus geschieht gerade bei Gräbern. Und deswegen hat der Prophet, والسلام, um den Tawhid zu bewahren, den Muslimen am Anfang verboten, die Gräber zu besuchen. Später sagte er, والسلام, im Hadith Sahih Muslim, Nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha. Ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen, nun besucht sie wieder. Eine ganz klare Form von Nasr. Das ist religiös gesehen. Religiös gesehen haben wir genug Texte, die das beweisen. Deswegen gibt es auch unter Ahlus Sunnah Jama'ah keinen Zweifel über diese Angelegenheit. Es gibt auch einen sehr schönen logischen Beweis, warum es Nasr geben muss. Und diese Angelegenheit von Nasr zur Vollkommenheit gehört auch. Ja, ist das Beispiel von Adam alayhi salatu wassalam. Denn wenn wir uns verinnerlichen, dieses Beispiel kannst du sehr schön anwenden, gerade gegen Leute, die von den Juden, von den Christen, die den Islam in diesem Aspekt angreifen, wegen des Nasr. Erstens haben sie in ihrer Religion sehr viele Nasr-Beispiele selbst. Ja? Und eins davon kann niemand von uns leugnen. Fragst du den Juden und den Christen, darf man seinen eigenen Bruder und seine eigene Schwester heiraten? Sie werden sagen, nein, das ist Inzucht, das ist verboten, darf man nicht. Dann fragen wir, was haben dann die Kinder von Adam gemacht?
Was haben dann die Kinder von Adam gemacht? Ihnen blieb nichts anderes übrig, um sich zu vermehren. Insofern muss diese Sache so geschehen sein und muss erlaubt gewesen sein zu seiner Zeit, denn er war ein Prophet, alayhi salatu. Und irgendwann später, Allahu a'lam, wann, wurde es verboten. Ja, also wahrscheinlich spätestens mit dem Gesetz von Musa, alayhi salatu wassalam. Aber irgendwann mal wurde es verboten, wahrscheinlich schon vorher mit Ibrahim, alayhi salatu wassalam, wegen der Geschichte, als er nach Ägypten kam. Wie dem auch sei, wissen wir unter Übereinkunft, dass es verboten ist, seine eigene Schwester und seinen eigenen Bruder zu heiraten, aber das kann nicht am Anfang der Zeit schon gewesen sein. Okay? Insofern haben wir einen deutlichen, logischen Beweis, den niemand vom Volke der Schrift leugnen werden kann. طيب, dann kommen wir zum nächsten Unterkapitel und die Frage ist eben, woran erkennt man den Nasch? Wir haben ja über die Quelle gesprochen. Die Quelle ist, kann nur der Koran und die Sunna sein. Es gibt keine andere Quelle für den Nasch. Es gibt also keine logische Beweise für den Nasch in diesem Sinne. Ja? Auch das Beispiel mit Adam, das kennen wir aus unserem Gesetz, dass es verboten ist, untereinander zu heiraten. Ja, das hätten wir nicht. Wir haben logisch herausgefunden, dass es früher mal anders gewesen sein muss. Aber woher wissen wir, dass es verboten ist? Ja, durch den Textbeweis. Sonst anders wissen wir das ja gar nicht. Woran erkennt man den Nasch? Naja, einmal anhand des Wortlautes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zum Beispiel: Inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa' wa inna Allah qad harrama dhalika ila yawmil qiyamah. Ich hatte euch erlaubt, Frauen auf Zeit zu genießen, wahrlich, Allah hat dies nun bis zum Tag der Auferstehung verboten. Ja, also das heißt, aus diesem Wortlaut, also Frauen auf Zeit zu genießen, bedeutet, dass man einen Ehevertrag auf Zeit eingeht. Ich heirate eine Frau für ein Jahr, für zwei Jahre, für eine Stunde, für drei Tage. Okay? Und diese Sache war am Anfang erlaubt und dieser Hadith sagt ganz klar, dass er es verboten hat. Ja? Insofern sehen wir hier, dass dies eine deutliche Form von Nasch ist. Sie haben wir gesagt, anhand des Wortlautes. Tayyib. Dann eine zweite Möglichkeit, den Nasch zu erkennen. Ich meine, die erste ist ja deutlich, ja? Aber das ist ja nicht das Problem unter den Gelehrten. Und dadurch wird es ja keine Gemeinsverschiedenheiten geben. Deswegen gibt es ja auch bei dieser, wer ist das, diese Ehe, Zeitehe auf Arabisch Mut'ah, gibt es ja kein Ikhtilaf unter den Muslimen darüber. Aber es gibt bei anderen Angelegenheiten gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten unter den Ulama, weil es eben nicht so deutlich ist. Schauen wir uns an, durch die zweite Möglichkeit, durch die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse. Ja, das ist ja auch logisch, denn wenn wir Nasch haben, haben wir immer zwei Gesetzestexte. Wir haben einen, der einen Hukum besagt und einen zweiten, der einen anderen Hukum besagt und dieser muss zwingend danach irgendwann mal gewesen sein. Es kann nicht sein, dass sie zeitgleich da sind. Also, das heißt also, aufgrund der zeitlichen Reihenfolge der Ereignisse kann man manchmal den Nasch feststellen. Ja? Das ist eine zweite Möglichkeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Hadith sehen, das ist jetzt einfach erfunden, wo es heißt, die Sahaba am Ramadan sich gegenseitig tagsüber immer besucht und miteinander gegessen. Und dann hast du einen Hadith, wo es heißt, dass das Fasten im Ramadan Pflicht ist. Dann kannst du das einfach lösen, diesen Widerspruch, indem du sagst, diese beiden Sachen waren ja nicht zeitgleich. Und da wir ja wissen, dass es eine Phase gab, in der das Fasten gar nicht Pflicht war, beziehst du den ersten Hadith auf diese Phase und den zweiten Hadith auf die zweite Phase. Und schon hast du das Problem gelöst. Das war jetzt nur ein erfundenes Beispiel, aber davon gibt es natürlich auch echte Beispiele. Ja, woran erkennen wir das Nasch? Wenn es ein Ijma' gibt, dass ein Textbeweis Mansuch bzw. Nasikh ist. Also wenn wir einen Text haben und die Gelehrten sich darüber einig sind, ja, es ist zwar nicht klar, wir haben also, der Beweis ist schon der Text, nur es geht jetzt hier um,
Im Wortlaut steht es nicht deutlich drin, aber die Gelehrten sind sich darüber einig, dass dieser Text entweder Nasikh oder Mansuch ist. Nasikh bedeutet, er ist aufhebend, das ist der aufhebende Text, das ist natürlich immer der zweite von beiden, oder er ist Mansuch, das heißt, er ist der aufgehobene von beiden, also der erste von beiden. Dann weiteres Beispiel sagt der Autor daran, dass ein Sahabi, der den Islam erst später angenommen hat als ein anderer, etwas überliefert, das dem vorigen widerspricht. Ja, das ist auch ähnlich, das hat auch was wieder zu tun mit der zeitlichen Reihenfolge der Ereignisse. Was damit gesagt werden soll, die Hinweise, die sind unzählig und die kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala, wie viele Hinweise es gibt. Jeder Text wird untersucht und manchmal findet man einen Hinweis darauf, dass dieses Ereignis sich in Mekka ereignet hat und das andere Ereignis sich in Medina ereignet hat, also vom Ort in diesem Fall, ja, und so weiter und so fort. Tayyib. Gibt es Nasch in Bezug auf alle, kann es Nasch theoretisch in Bezug auf alle Ayaten, alle Hadithe geben? Nein. Es kann nicht Nasch in Bezug auf alles geben, denn wenn es zum Beispiel eine Erzählung ist, eine Geschichte ist, die auch aus der Vergangenheit stammt, dann gibt es keinen Nasch. Also wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns zum Beispiel erzählt über Musa alaihi wasallam, was er zu seinem Volk gesagt hat, oder die Auswanderung Ibrahims erzählt, oder irgendetwas anderes erzählt, über Erzählungen, über vergangene Ereignisse und Tatsachen, kann es keinen Nasch geben. Wie einmal hat das gesagt, Musa, einmal hat es dann doch nicht gesagt, das gibt es nicht. Okay? Das ist die eine Sache. Die zweite Angelegenheit ist, es gibt Gesetzestexte, die für alle Zeiten gültig sind und nützlich sind. Wie zum Beispiel Mord. Mord ist verboten und das war's, kennen wir aus der Geschichte von Habil und Qabil schon am Anfang der Zeit. Die ersten Menschen bei ihnen war Mord schon verboten und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Okay? Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, oder zum Beispiel der Tawhid, die Aqida allgemein, die wird sich nicht ändern. Kann sein, Allah subhanahu wa ta'ala offenbart einer Umma mehr als einer anderen in Bezug auf den Glauben, aber es kann nicht sein, dass die Aqida, bis kurz vor Isa Tawhid war, dann zur Zeit von Isa für ein paar hundert Jahre Schirk war und dann plötzlich wieder durch Muhammad s.a.w. zu Tawhid wird. Sowas gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Oder zum Beispiel auch, das waren viele Beispiele, auch in Bezug auf gute Charakterzüge. Also dass Ehrlichkeit zum Beispiel eine Tugend ist, die zum Iman gehört. Das ist eine Sache. Stellt euch vor, es gibt eine Zeit, wo Lügen besser war als Ehrlichkeit. Das kann es nicht sein, das kann es nicht geben. Das ist nicht im Sinne der Scharia und so weiter und so fort. Tayyib. Welche Bedingungen gibt es für den Nasch? Wir haben ja gesagt, wenn es klar und deutlich steht im Text, dann haben wir den Nasch ja schon vorgegeben. Also wenn der Prophet oder Allah uns sagt, es gibt hier einen Nasch, dann ist es ja nicht diskussionswürdig. Aber die Frage ist, wenn ein Gelehrter zum Beispiel behauptet, hier haben wir einen Fall von Nasch, dann ist die Frage, ob die Bedingungen dafür erfüllt sind. Und dafür gibt es drei Bedingungen. Die erste Bedingung ist dafür, dass wir, also beim Nasch, wir haben immer zwei Gesetzestexte, ja? Einen aufhebenden und einen aufgehobenen. Erste Bedingung für Nasch ist, dass diese beiden Texte nicht in Einklang gebracht werden können. Warum? Weil wir haben ja gesagt, per Definition, Nasch bedeutet, dass der religiöse Text, dass das religiöse Gesetz oder dessen Wortlaut aufgehoben wird. Okay, bleiben wir mal, meistens hat es eher was zu tun mit dem religiösen Gesetz. Okay, das religiöse Gesetz wäre zum Beispiel, das Witr-Gebet ist freiwillig, ist Sunnah. Oder nehmen wir umgekehrt Namen. Das Witr-Gebet ist Wajib. Und das ist auch ein richtiges Beispiel, denn das Nachtgebet war am Anfang des Islam, nach manchen Gelehrten war es Pflicht.
bis es dann freiwillig wurde durch die fünf Gebete. Okay? Das heißt, dann wurde es von Wajib zu Mustahab. Das kann man nicht miteinander vereinbaren. Also es kann nicht sein, dass das Nachtgebet Wajib ist und gleichzeitig Mustahab ist. Das nennt man Unvereinbarkeit der Gesetzestexte. Vereinbar wäre es zum Beispiel, wenn es das Nachtgebet, wenn es heißt, das Nachtgebet ist Pflicht und in anderen Texten Nachtgebet ist freiwillig, wenn es zum Beispiel um zwei verschiedene Formen des Nachtgebetes geht. Und der eine bezieht sich auf die eine Form, der andere Text bezieht sich auf die andere Form. Dann wäre es vereinbar miteinander. Ja? Das heißt also, es muss schon um die gleiche Thematik gehen. Also erste Bedingung für den Nesch ist, dass die beiden Gesetzestexte nicht in Einklang gebracht werden können. Denn wäre es möglich, kann man ja nach beiden handeln. Wo ist da das Problem? Zweitens, es muss klar sein, welcher der beiden Gesetzestexte chronologisch vor dem anderen existiert. Ja? Denn wenn wir zwei Texte haben, der eine sagt, das ist Wajib und der andere sagt, das ist Mustahab. Und das ist ein klarer Widerspruch. Aber wir wissen nicht, welcher von beiden Texten zuerst war und welcher von beiden Texten der neuere ist. Wie sollen wir dann danach handeln? Wie können wir dann von Nesr sprechen? Egal wie wir es drehen, es kann sein, dass der eine vor dem anderen gewesen ist und ich im Unrecht liege. Tayyib. Das sind also zwei Bedingungen erstmal für den Nesr. Schauen wir uns die dritte an, bevor wir noch die Details anschauen. Dritte, der aufhebende Beweis muss authentisch sein. Das ist logisch. Ne? Das heißt also, wenn ich mich unterhalte und sage, dieser eine Text hat den anderen aufgehoben, dann muss mein Argument ein authentischer Beweis sein. Denn wenn es ein Daif-Hadith ist, dann ist das kein Beweis, dann ist es keine Hujja. Denn wir haben ja gesagt, Hadithe sind Hujja unter der Bedingung, dass sie auch authentisch sind. Okay? Das sind Sachen, die sich, denke ich, von selbst verstehen. Tayyib. Schauen wir uns ein Beispiel an für Nasch, der deutlich ist, der sich nicht vereinbaren lässt mit dem vorigen Gesetzestext und von dem wir wissen, welcher von beiden zuerst kam. Das haben wir vorhin schon gesehen. Der Prophet sagt, ich hatte euch erlaubt, Frauen auf Zeit zu genießen. Also war es erlaubt. Jetzt hat er es verboten. Also das lässt sich miteinander nicht mehr vereinbaren. Es kann nicht gleichzeitig verboten, gleichzeitig erlaubt sein. Und wir wissen auch die Reihenfolge von beiden. Und die dritte Bedingung ist auch erfüllt. Dieser Hadith ist authentisch. Der Hadith ist authentisch. Warum haben wir gesagt, nur der aufhebende Text ist wichtig für uns? Naja, weil, wenn wir einen Daif-Hadith haben, der besagt, dass man Frauen auf Zeit genießen darf. Und dann einen authentischen Hadith haben, der sagt, ihr dürft ab jetzt Frauen nicht mehr auf Zeit genießen. Dann interessiert mich der erste Hadith gar nicht mehr, oder? Mich interessiert ja nur das Neuere, das Update sozusagen. Das andere interessiert mich auch nicht. Deswegen ist es keine Bedingung für den Nasr. Tayyib. Beispiel, ein zweites Beispiel für Nasr. Das ist jetzt keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber hat die gleiche Stellung. Und zwar sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, zu dem, was vom Koran herabgesandt wurde, gehörte, dass zehnmaliges bestätigtes Stillen zur Milchgeschwisterschaft führt. Dies wurde dann aufgehoben und durch fünfmaliges gesichertes Stillen ersetzt. Also haben wir hier eine Form von Nasch durch die Aussage eines Sahabi, aber da er es dem Koran zugeschrieben hat, haben wir gesagt, wenn ein Sahabi etwas dem Propheten zuschreibt, inhaltlich, auch nicht vom Wort, sondern nur inhaltlich, ist es schon Marfu', nennt man das Marfu', eine Marfu'-Überlieferung. Okay? Und wenn es dem Koran zugeschrieben wird, ist es ja sogar mehr als nur Marfu', weil er schreibt es praktisch Allah zu, subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, es gehörte zu dem, was vom Koran herab, zehnmaliges Stillen, das wurde aufgehoben durch fünfmaliges Stillen. Okay? Insofern haben wir hier
eine Form von Nesch. Und das ist auch wieder nicht miteinander vereinbar. Entweder ist es nur 10, entweder erst 10 Mal oder schon 5 Mal. Du kannst beides nicht miteinander vereinen. Zweitens, die zeitliche Reihenfolge kennen wir, denn es steht ja deutlich im Hadith. Und drittens, der Beweis ist authentisch, denn der Hadith befindet sich in Sahih Muslim. Also brauchen wir die Authentizität gar nicht mehr erst überprüfen. Ja, und so weiter und so fort. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man das natürlich erkennt, wie wir gesagt haben. Tayyib. Dann haben wir gesagt, der aufhebende Beweis muss authentisch sein. Als dritte Bedingung. Das ist ja logisch, denn das ist ja das Letzte, woran wir uns halten möchten. Das muss ja authentisch sein. Die meisten sind der Ansicht, dass der aufhebende Beweis mindestens genauso authentisch sein muss, wie auch der aufgehobene. Was bedeutet das? Sie sagen, das würde dann bedeuten, wenn der erste Beweis, der aufgehobene, nachdem man nicht mehr handelt, authentischer überliefert ist als der zweite Beweis, der den ersten aufheben soll, dann sagen sie, handeln wir nach dem zweiten nicht. Und diese Ansicht ist natürlich schwach, denn es würde ja bedeuten, praktisch gesehen, wenn der aufgehobene Beweis praktisch sahih von der obersten Stufe ist und der aufhebende Beweis, der danach gekommen ist, sahih von der untersten Stufe ist, dann würdest du den zweiten verwerfen. Und dafür gibt es keinen Beweis, weil das hat ja nichts mit dem, sag ich mal, also einfach ausgedrückt, der Prophet ﷺ kann doch nichts dafür, dass die erste Aussage von ihm viele Leute überliefern, die zweite weniger überliefern. Okay? Dadurch wird die zweite weniger authentisch, ist richtig, aber es hat nichts mit seiner Aussage zu tun. Entscheidend ist, können wir es ihm zuschreiben, dann ist es für uns relevant und wir handeln auch danach. Und deswegen, was das praktisch bedeutet, bei vielen Gelehrten, sie sagen, wenn wir einen Gesetzestext im Koran haben, und der Koran ist Mutawatir, ist mehr als Sahih, und wir haben einen Hadith, der ihn aufhebt, dann verwerfen sie den Hadith. Und das, dem stimmen wir nicht zu. Wir sagen, der Koran kann sehr wohl aufgehoben werden, selbst wenn es durch einen Hasan Hadith ist. Ein Hadith, der die unterste Stufe der Authentizität aufweist, kann eine Ayah aus dem Koran Karim aufheben. Ja? Warum? Weil wenn wir sagen, der Hadith ist Hasan, dann schreiben wir es dem Propheten zu, alayhi salatu wassalam. Und das hat auch nichts zu tun mit der Thematik Shadh. Shadh würde nämlich bedeuten, ein authentischer Beweis, Hasan, widerspricht einem authentischeren Beweis. Der Ayah aus dem Koran, zum Beispiel Mutawatir. Dann würden wir sagen, dieser Hadith ist Shadh oder sogar Munkar. Tayyib. Warum hat das mit dieser Thematik nichts zu tun? Ja, weil wir haben ja hier keinen Widerspruch im eigentlichen Sinne, sondern wir behaupten hier, es gibt es Nasch. Und Nasch ist kein Widerspruch. Nasch ist ein Widerspruch. Shadh bedeutet, es ist etwas falsch überliefert worden. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Der Hadith, wir behaupten, dieser Hadith hebt die Ayah auf oder den authentischeren Hadith auf. Insofern ist das, was manche Gelehrten gesagt haben, keine Bedingung. Wallahu tabara ta'ala. Aber wie gesagt, es würde dazu führen, dass wir viele Hadithe nicht akzeptieren, weil sie weniger authentisch überliefert sind als die aufgehobenen. Und das ist nicht richtig. Ja, jetzt schauen wir uns im nächsten Punkt die verschiedenen Formen des Nasch an. Wir haben ja gesagt, es gibt einmal den Gesetzestext, zum Beispiel die Ayah, und auf der anderen Seite den Inhalt der Ayah. Folglich gibt es drei verschiedene Formen des Nasch, drei logische Formen des Nasch. Entweder der Wortlaut und der Inhalt werden aufgehoben, oder nur der Wortlaut oder nur der Inhalt. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir haben. Schauen wir uns diese drei an. Alle drei gibt es und sind auch überliefert. Erstens, die Bedeutung eines Gesetzestextes wird aufgehoben, der Wortlaut jedoch bleibt bestehen. Beispiel dafür, das ist eine Ayah im Koran,
und zwar die Aya 65 aus Al-Anfal, Surah 8. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie von denen, die ungläubig sind, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Das heißt, hier das Verhältnis war 1 zu 10. Diese Aya wurde inhaltlich aufgehoben durch die Aya danach, in der Allah sinngemäß sagte, jetzt aber hat Allah es euch leicht gemacht. Er weiß ja, dass in euch Schwaches angelegt ist. Wenn es nun unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 1000 gibt, werden sie 2000 besiegen mit Allahs Erlaubnis. Allah ist mit den Standhaften. Hier ist das Verhältnis 1 zu 2. Es war 1 zu 10, es ist 1 zu 2. Also haben wir hier ein klares Beispiel für den inhaltliche Aufhebung, für den inhaltlichen Nasch. Allerdings, die Aya ist immer noch im Koran. Wir lesen sie bis heute noch, nur wir handeln quasi nicht mehr danach. Die zweite Form ist, der Wortlaut wird aufgehoben, die Bedeutung jedoch nicht. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gerade eben gesehen haben. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, warum könnte so etwas passieren? Und warum könnte der Wortlaut aufgehoben werden, allerdings die Bedeutung bleibt bestehen? Warum könnte so etwas sein? Das heißt, es gab eine Eier und diese Eier wurde wieder weggenommen. Ja, das heißt, wir lesen sie nicht mehr. Entweder ist sie in Vergessenheit geraten oder sie ist authentisch überliefert worden. Aber wir lesen sie nicht mehr als Teil des Koran und haben die Sahaba auch nicht in den Koran reingeschrieben, in den Mushaf reingeschrieben. Aber inhaltlich handeln die Leute immer noch danach, also immer noch ein islamisches Gesetz. Warum könnte das sein? Naja, um die Gläubigen zu prüfen. Und deswegen sind ja auch, wie wir gesehen haben oder schon erfahren haben, es gibt die Leute, die durchfallen bei dieser Prüfung. Die sagen, was soll das? Eine Eier wird abgerannt, wieder weggenommen. Weiß Allah nicht, was er will. Hasha, subhanahu wa ta'ala. Und das ist ja eine Prüfung für den Gläubigen. Der Gläubige sagt, sami'na wa ta'ala, wir hören und gehorchen. Wenn Allah heute sagt, es ist halal und morgen sagt, es ist haram, wie beim Alkohol, beim Wein. Am Anfang war es erlaubt, später wurde es verboten. Wenn Allah das so will, akzeptiert der Gläubige das. Er hat damit kein Problem. Vorher war es Tahir, plötzlich ist es Najis geworden. Fertig, wir akzeptieren es, so wie Allah es uns gesagt hat. Der Gläubige hat damit kein Problem. Aber derjenige, der schwach im Glauben ist, der wird sich durch solche Sachen auf die Probe gestellt. Und Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, sagte das nämlich auch voraus. Er sagt das nämlich auch voraus, dass manche Leute Elemente der Religion leugnen werden, nur weil sie nicht mehr im Koran stehen, nachdem sie im Koran standen. Das sagt er voraus und hat sich auch tatsächlich auch so bewahrheitet. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Drittens, sowohl der Wortlaut als auch die Bedeutung des Gesetzestextes werden aufgehoben. Und Beispiel dafür ist das Stillen, das wir vorhin erwähnt haben. Denn das zehnmalige Stillen kommt weder im Koran vor, noch kommt es, noch handeln wir danach. Okay? Und jetzt im gleichen Hadith, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich kein Beispiel für das zweite habe, ja? Im gleichen Hadith heißt es doch von Aisha, oder wenn wir noch einmal zurückkehren, auf Seite 215, da sagte sie doch, achtet mal auf das Beispiel, zu dem, was vom Koran herabgesandt wurde, gehörte, dass zehnmaliges bestätigtes Stillen zur Milchgeschwisterschaft führt. Danach handeln wir nicht und steht auch nicht im Koran. Okay? Dann sagte sie, dies wurde dann aufgehoben und durch fünfmaliges gesichertes Stillen ersetzt. Danach handeln wir, steht aber nicht im Koran. Okay? Das heißt, es war im Koran, aber, und Aisha sagte sogar, radiallahu ta'ala, in einer anderen Überlieferung, sagte, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, starb, wurden diese Ayat noch von manchen Leuten gelesen. Ja, das heißt also, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn er Offenbarung bekommt, verkündet er es den Leuten, aber nicht jeder kriegt das sofort mit. Deswegen manche Sahaba, bis nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, waren sie von bestimmten Sachen überzeugt, weil, obwohl es schon lange aufgehoben worden ist.
Ja, sogar auch in der Art und Weise zum Beten, Ayat aus dem Koran und so weiter und so fort. Insofern sehen wir hier ein Beispiel für diese zweite Kategorie, das fünfmalige Stillen. Wir handeln danach gemäß der richtigsten Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah. Allerdings ist das nicht mehr eine Ayat im Koran, die gibt es nicht mehr und wir wissen auch nicht, wie sie lautet. Also gehört es wohl zu dem vergessenen Teil, also vergessen auf jeden Fall, nur entweder hat Allah es uns vergessen lassen, im eigentlichen Sinne, oder ist es einfach nicht überliefert worden und dadurch verloren gegangen. Ja, das ist insofern, das waren jetzt die drei verschiedenen logischen Arten, des Nasch in Bezug auf Wortlaut und Bedeutung des Gesetzestextes. Jetzt können wir den Nasch noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten und ihn auch in vier verschiedene Kategorien einteilen. Und zwar geht es darum, jetzt betrachten wir den Nasch hinsichtlich der Gesetzestextarten. Warum? Wir haben ja Koran und wir haben Sunna. Wir haben diese zwei Sachen. Wir haben keine andere Sache in Bezug auf den Nasch. Okay? Und dann logisch gesehen, entweder wird der Koran durch den Koran aufgehoben oder durch die Sunna. Und die Sunna wird entweder durch den Koran aufgehoben oder durch die Sunna. Also haben wir vier verschiedene Formen, die schauen wir uns jetzt einmal an. Im Hinblick darauf, erstmal, Koran wird durch Koran aufgehoben. Das haben wir schon gesehen, als wir Surat al-Anfal uns angeschaut haben. Das war erstmal, das Verhältnis war 1:10 und wurde dann zu 1:2. Das ist, Koran wird durch den Koran aufgehoben. Damit hat ja niemand ein Problem. Dann, Koran wird durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgehoben. Koran wird durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgehoben. Dafür, sagt der Autor, kennen wir kein einwandfreies Beispiel. Und dann haben wir dieses Problem, dass der Koran ist ja immer mutawatir und die Sunna nicht immer, eher selten. Und deswegen verwerfen die meisten Gelehrten diese Kategorie. Aber wir haben schon vorhin gesagt, richtigerweise gilt, es kann der Koran auch durch die Sunna aufgehoben werden, selbst wenn die Sunna nicht mutawatir ist und dann nur Ahad ist. Okay? Warum? Der Beweis ist, haben wir gesagt, weil beides ist ja letztendlich eine Offenbarung von Allah Azza wa Jalla. Auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist letztendlich zurückzuführen auf eine Offenbarung. Und warum soll ich nicht das, was von Allah offenbart worden ist, aufheben durch das, was von Allah offenbart worden ist? Ob das jetzt im Koran offenbart wurde oder Allah seinen Propheten mitteilt, wo ist der Unterschied? Ja, also wir haben, und die Authentizität der Überlieferung hat nichts damit zu tun, ob diese Form der Aufhebung möglich ist, sondern auch die Authentizität der Überlieferung, das ist Menschen, das sind Menschen, die überliefern. Ja? Wenn ein Hadith in Mutawatir-Form überliefert, dann hat das was zu tun mit den Leuten, die es überliefert haben. Wenn ein Ahad überliefert, hat es mit den Leuten zu tun. Aber letztendlich, wenn es dem Propheten zugeschrieben werden kann, dann kommt es ursprünglich von Allah. Und das von Allah kommt, kann das, was von Allah gekommen ist, aufheben. Damit haben wir kein Problem. Und deswegen, manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, verwerfen diese Kategorie wegen der Ayah in Surat al-Baqarah, die wir schon uns angeschaut haben. Und zwar, Allah sagte, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Was wir an Ayat aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Was ist das Problem in dieser Ayat? Das Problem ist, sie sagen, die Gelehrten, die das nicht erlauben, sie sagen, sie verstehen den Vers so, wenn eine Ayat aufgehoben worden ist, bringt Allah stattdessen eine bessere Ayat oder eine gleichwertige Ayat. Sie sagen, wo ist der Hadith? Von dem ihr behauptet, er kann auch nasich sein, also aufhebende Wirkung haben. Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagte aber nicht wortwörtlich das, was ihr verstanden habt. Er hat nicht gesagt, wir bringen dann eine bessere Ayah
oder eine gleichwertige Ayah. Sondern er sagte, wir bringen dann etwas Besseres oder etwas Gleichwertiges. Dann sagen die erste Gruppe, was kann es Besseres und Gleichwertiges mit einer Ayah aus dem Koran? Alle Ayat sind die Worte Allahs, Azza wa Jal. Diesen kannst du nicht gleichstellen mit den Worten des Propheten, alayhi salatu wasalam. Die Worte Allahs, subhanahu wa ta'ala, sind ewig, unerschaffen. Wir suchen Zuflucht bei ihnen. Aber die Worte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sind Menschenworte. Tayyib. Dann sagen wir, Moment, es geht hier nicht um die Art der Worte, ob sie göttlich oder menschlich sind, sondern es geht hier um den Inhalt der Worte. Und der Inhalt der Worte, den uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, kann selbstverständlich gleichwertig sein mit dem Inhalt, den uns Allah überliefert hat im Koran, erzählt hat im Koran, oder sogar noch wertvoller sein, denn es kommt von Allah Azza wa Jalla. Das heißt, wir betrachten nicht die Worte, von wem sie gesprochen werden. Natürlich werden wir keine gleichwertigen Worte eines Menschen finden, die gleichwertig sind mit den Worten Allahs. Das finden wir nicht. Aber uns geht es um den Inhalt davon. Uns geht es um den Inhalt davon. Tayyib. Die dritte Kategorie ist, dass die Sunna durch den Koran aufgehoben wird. Also wir haben gesehen, dass bei der zweiten Kategorie haben wir kein einwandfreies Beispiel gefunden. Manche Gelehrte erwähnen bestimmte Beispiele, wie die letzte Ayat von aus Surat al-Baqarah oder andere, aber es ist nicht entscheidend. Für uns ist entscheidend zu wissen, gibt es das? Antwort, ja, es gibt es. Und wenn wir einen Fall finden, wo jemand behauptet, hier wurde die Ayah durch ein Hadith aufgehoben, dann ist es nicht das, dann haben wir kein Problem theoretisch damit. Ob das jetzt praktisch das Beispiel stimmt, das ist ein anderes Thema. Aber theoretisch verwerfen wir diese Form des Nasr nicht. Drittens haben wir gesagt, die Sunna wird durch den Koran aufgehoben. Das sollte kein Problem darstellen, das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Das Problem bei der zweiten Kategorie war ja, dass die Sunna Ahad ist und der Koran Mutawatir ist. Und sie sagen, Mutawatir kann nicht durch Ahad aufgehoben werden, aber hier ist ja genau umgekehrt. Wir haben Hadith, wir haben Ahad-Hadithe und sie werden durch den Koran aufgehoben. Und der Koran ist Mutawatir, das heißt, hinsichtlich der Authentizität haben wir überhaupt keine Probleme. Und warum sollte Allah subhanahu wa ta'ala nicht einen Hadith aufheben, den sein Prophet gesprochen hat, alayhi salatu wassalam. Und manche Ulama, rahimahullah ta'ala, verwerfen diese Kategorie mit der folgenden Begründung. Sie sagen, die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist nicht dafür da, den Koran aufzuheben, sondern die Aufgabe der Sunna ist es, den Koran zu verdeutlichen. Allah sagte, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt. Die Ermahnung ist ein Name des Koran. Al-Dhikr ist einer der Namen des Koran. Und wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist. Das heißt, sie sagen, die Aufgabe der Sunna ist es, den Koran zu verdeutlichen und nicht den Koran aufzuheben. Okay? Das ist ihre Argumentation. Und wir haben gesagt, richtigerweise ist diese Form von Nasr trotzdem gültig. Und das können wir jetzt erstmal, was die Ayah angeht, die hier was erwähnt worden ist. Diese Ayah erwähnt die grundsätzliche Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn Allah etwas offenbart hat, dann erklärt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was diese Ayah bedeutet. Und wenn Allah später seinem Propheten sagt, diese Ayah wurde aufgehoben, dann erklärt er uns später, diese Ayah wurde aufgehoben. Wo ist das Problem? Und schon haben wir keinen Widerspruch mehr. Das heißt, zur Verdeutlichung einer Ayah gehört doch selbstverständlich, dass man sagt, diese Ayah gilt noch oder sie gilt nicht mehr.
Okay? Das heißt, wir haben also, diese Aya ist kein wirklicher Beweis für das, was sie gesagt haben. Dann kommt noch hinzu, dass wir Beispiele haben, wo tatsächlich der Koran die Sunna aufgehoben hat. Und dann reicht es ja schon als Beweisführung. Beispiel hierfür, sagt der Autor, ist die Gebetsrichtung. Wir wissen durch die Sunna des Propheten, das wissen wir nicht aus dem Koran, durch die Sunna wissen wir, dass die Muslime am Anfang nicht in Richtung Kaaba gebetet haben, sondern in Richtung Jerusalem. Aber diese Angelegenheit wurde durch den Koran aufgehoben. In Surat al-Baqarah 144, 149 und 150 hat Allah subhanahu wa ta'ala das aufgehoben. Zweitens, das haben wir schon vorhin gesehen, und zwar im Fasten, das Fasten im Ramadan, haben wir gesagt, begann spätestens zum Fajr, aber frühestens nach dem Einschlafen, nach dem Isha-Gebet. Und das wissen wir aus der Sunna. Die Aya im Koran al-Karim hat diese Angelegenheit aufgehoben. Okay? فَالْآنَ بَاشِرُونَ. Ab heute oder ab jetzt dürft ihr sie wieder berühren. Die vierte Kategorie, dass die Sunna durch die Sunna aufgehoben wird, dies gilt bei denjenigen, die den Nasch erlauben, gemäß Ijma', sobald, sowohl wenn beides Mutawatir als auch beides Ahad ist, oder der Nasch Mutawatir und der Mansuch Ahad ist. Insofern, damit haben wir natürlich überhaupt gar kein Problem, denn logisch gesehen gibt es kein Problem. Und auch religiös gesehen gibt es das mindestens das Beispiel, also es gibt viele Beispiele, aber das eine Beispiel ist das mit den Besuchen von Gräbern, und das haben wir schon behandelt. Eine weitere Thematik für heute, inshallah, in Bezug auf den Nasch ist, muss ein Hukm durch einen weiteren ersetzt werden? Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sagen, wenn ein Hukm aufgehoben wird, muss dieser nicht durch einen neuen unbedingt ersetzt werden. Schauen wir uns ein Beispiel an. Allah azza wa jalla sagte, sinngemäß, O die ihr glaubt, wenn ihr mit dem Gesandten vertraulich sprechen wollt, dann gebt schon vor eurem vertraulichen Gespräch ein Almosen. Das ist reiner und das ist besser und reiner für euch. Wenn ihr jedoch nichts dafür findet, gewiss, dann ist Allah allvergebend und gnädig. Also mussten die Sahabe, bevor sie mit dem Propheten a.s.w. sprechen wollten, spenden. Sonst durften sie ihn gar nicht erst ansprechen. Diese Aya wurde aufgehoben durch die folgende. Scheut ihr euch davor, schon vor eurem vertraulichen Gespräch Almosen zu geben? Da ihr es nicht getan habt und Allah sich euch wieder Reue annehmend zugewendet hat, so verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht Allah und seinen Gesandten. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Worum geht es also? Diese Pflicht wurde aufgehoben. Diese Voraussetzung, mit dem Propheten zu sprechen, wurde aufgehoben. Diese Art von Spenden wurde aufgehoben, also durch diese Aya. Aber man kann jetzt aus dieser zweiten Aya nicht schließen, dass das Spenden weiterhin mandub bleibt. Das heißt, der Sinn und der Sinn einer solchen Form des Nasch ist die Erleichterung. Wie wir auch noch sehen werden, oder auch nicht. Beim Nasch gibt es drei verschiedene Arten in Bezug auf Erleichterung und Erschwernis. Es kann sein, dass der Nasch zur Erleichterung führt. Beispiel dafür ist, dass das Nachtgebet freiwillig geworden ist. Der Nasch kann aber auch zu Erschwernis führen. Beispiel,
ist die Auferlegung der fünf Gebete. Und drittens, es kann auch gleichgültig sein. Vorher ist genauso einfach und schwierig wie nachher. Beispiel, ob du dich in Richtung Jerusalem wendest oder Richtung Mekka wendest, ist keine Erschwernis und keine Erleichterung. Okay? طيب. Andere Gelehrte sagen natürlich, dass der Hukm durch einen weiteren ersetzt werden muss. Denn Allah sagte, was wir ein Ayat aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Die Antwort auf diese Argumentation ist, in dieser Ayat geht es offensichtlich darum, dass nicht ein Hukm, sondern eine Ayat durch eine bessere oder eine gleichwertige ersetzt wird. Denn ginge es um einen Hukm, könnte man argumentieren, dass im Vorausgang beispielsweise weder ein besserer noch ein gleichwertiger Hukm herabgesandt wurde. Es wurde also nichts über das Spenden gesagt. Okay? Es wurde nicht über Spenden direkt gesagt. Wie dem auch sei, diese Thematik ist etwas nebensächlich und hat, denke ich, nicht so eine große Auswirkung auf die Realität. Kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, hier wurden einfach ein paar Weisheiten des Nasch zusammengetragen. Denn falls jemand fragt, was ist die Hikma, was ist die Weisheit hinter dem Thema des Nasch, haben wir gesagt, es gibt viele Weisheiten und zu denen gehören die folgenden. Erstens, die Berücksichtigung dessen, was für die Menschen gut ist, da sich dies von Zeit zu Zeit ändern kann. Was für die Menschen vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam galt, muss nicht unbedingt für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gut sein. Und umgekehrt. Und wir haben das gesehen im Beispiel der Heirat von Geschwistern. Zur Zeit von Adam war es etwas Gutes und zur Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist es etwas Schlechtes. Zweitens, die Vervollkommnung der Gesetzgebung. Allah subhanahu wa ta'ala hat die islamische Religion nach und nach offenbart, damit die Seelen diese Religion nach und nach umsetzen. Und darin liegt Vollkommenheit. Denn wäre alles auf einmal herabgesandt worden, hätten die Leute gesagt, das ist uns zu viel, wir können das nicht alles umsetzen. Drittens, Vorbereitung der Mukallaf auf neue Gesetze, damit es ihnen leichter fällt, diese zu akzeptieren. Das Beispiel, das ich gerade erwähnt habe, passt auch natürlich zu diesem Punkt. Das habe ich ja gerade eben gesagt, dass zum Beispiel in Bezug auf den Alkohol, er wurde nicht auf einmal verboten, sondern schrittweise verboten. Und einer der Schritte war eben, dass man, wenn man Alkohol getrunken hatte, dies nur abends machen konnte nach dem Isha, damit man bis zur Fajr-Zeit wieder nüchtern ist. Okay? Weil Allah verboten hat, dass man sich dem Gebet nähert, während man betrunken ist. Okay? Das war eine Phase des Verbotes, des schrittweisen Verbotes. Und später wurde es dann endgültig verboten. In Surah Al-Ma'idah. Viertens, Prüfung der Mukallaf. Mukallaf sind die Schuldfähigen. Ja? Ein Mukallaf ist jemand, der baligh und der aql ist. Prüfung der Mukallaf, ob sie, wenn der Nasch eine Erleichterung bringt, dankbar bzw. wenn eine Erschwernis bringt, geduldig sind. Ja. Und das ist eine der deutlichsten Angelegenheiten. Also jede Ayah, die Allah offenbart, ist eine Prüfung für die Gläubigen. Nehmen Sie sie an, glauben Sie daran oder glauben Sie nicht daran. Wie gehen Sie mit dem Inhalt dieser Ayah um? Deswegen, und erst recht, wenn die Gesetze sich ändern. Dadurch zeigt sich die Gottergebenheit des Muslims. Allah sagt ihm, wende dich nach Jerusalem, 16 Monate lang nach der Auswanderung hat er gemacht. Dann hat er den Leuten gesagt, ihr müsst euch jetzt in Richtung Kaaba wenden, machen sie es ebenfalls. Okay? Und das war eine Fitna, weil manche Leute haben diese Prüfung nicht bestanden. Und eben genau diese Argumente gesagt, wie kann es sein, Abend von Beten, jetzt bin ich in die andere Richtung, was soll das Ganze? Aber der Gläubige sagt sich, das ist eine Prüfung von Allah Azza wa Jal und
wir machen das, was Allah zu uns gesagt hat und sagen Sami'na wa ata'na, das heißt, wir hören und gehorchen. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheera.